machen weiter. Schon wieder ein Pilz. Erinnerst du dich an diesen Ort? Willst du nach einem Namen an den Türmen suchen? Meinetwegen können wir hier ein bisschen bleiben. Ja, ich suche ja gleich die Türme, aber... Wir haben schon wieder so wenig gefunden. Das Wasser hier ist immerhin nicht so lang. Die Seuche scheint ihren Tribut zu fordern. Die Wasser, um den Geist auf seiner Reise zu begleiten. Das Feuer, um die Lügen und Fehler des alten Lebens zu verbrennen und den wahren Geist in uns zu befreien. Was ist dir durch den Kopf gegangen? Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Du hast kein Recht, hier zu sein. Ich wusste nicht, dass sie im Haus war. Verzeih mir. Jetzt passiert, ist allein deine Schuld. Ja, das ist auf jeden Fall mal eine Ansage gewesen, ne? Hier sind aber keine Fische. Sonst würde ich gern das Wasser durchsuchen. Ich sag mal, hier so durchzuschwimmen, das dauert ja auch ewig lange. Das macht jetzt auch nicht so viel Spaß, ja. Ah, ich gehe jetzt mal hier in die unsichtbare Wand ist. Kein einziger Fisch weit und breit. Übrigens nett, dass es eine Schwimmanimation gibt.
Ja, ich schwimme jetzt nicht bis nach da hinten, nur um zu festzustellen, dass da auch nichts ist. Aber hier ist was. Ein Meißel. Guck mal, der passt doch auch perfekt in die... Der reiht sich doch perfekt ein. Wenn ein Jaraner starb, wurde sein Name in die Steine der flüsternden Türme gemeißelt, um sie wissen zu lassen, dass sie für immer ein Teil der Jaraner bleiben werden. Die Flüstertürme hatten ihren Namen von der Tatsache, dass man jederzeit leise Gebete und Weinen um verlorene Familienmitglieder hören konnte, wenn man sich hier aufhielt. Eleganter Ritualfeuerstein. Die Jaraner bereiteten ihre Toten mühsam für eine Reise vor und platzierten sie auf einem Floß aus Holz, dekoriert mit Federn, Fell und Knochen. Das Floß wurde auf die Reise geschickt und entzündet, um den Toten Eintritt zu gewähren in den Kultpalast, der oft dargestellt wurde als aufgehende Sonne hinter einer monumentalen Pyramide. Also wenn da irgendwas zwischen sein, also da soll ja jetzt irgendwo noch was zwischen gewesen sein, ja, mal gucken wo. Wo soll denn hier noch was sein? Also hier war die Erinnerung, ne? Ja. Da rechts war das eine Ding. Vielleicht ist es wieder so ein Ding, wo die Reihenfolge komisch ist. Auch wenn ich es mir eigentlich nicht vorstellen kann. Wie viele Relikte haben wir jetzt eigentlich? 21. Wir hätten eigentlich 22 haben müssen. Aber wir haben ja eins verpasst, ne? Keine Ahnung. Also, wo auch immer das sein soll. Ich kann jetzt nicht anders, als das einmal hier nochmal zu suchen. Weil wo soll denn das sein? Hier war das eine Relikt, dann muss da vorne das andere, dann muss das ja jetzt hier irgendwo sein.
Wasserfall. Hier ist eine unsichtbare Wand, okay. Nicht mal von dem Stein runterspringen, echt jetzt. Ja gut, ne? Vielleicht ist hier rechts noch irgendwas, aber... Ich sag, wie es ist, man weiß es nicht so genau, ne? Hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Ich bin ehrlich, keine Ahnung. Ist es vielleicht doch nicht sortiert? Aber ich bin ehrlich, das nervt mich. Warum? Ist hier ein Pilz? Sieht so aus, als wären dir immer mehr gefolgt. Ich frage mich, was dein Plan war. Ja, das frage ich mich auch. Ja, ich hoffe einfach, dass das so wie eben ist und dass da halt irgendwie die Reihenfolge vertauscht wurde. Ich sag's wie es ist, ja, du hast keine Ahnung. Ich laufe nicht wieder zurück. Zurück möchte ich nicht. Ich möchte schon jetzt weiter in die Richtung dann. Ach, das sind Bombats. Die sind schon süß. Oh Mann, ich will nicht mehr Pilze finden.
bin ehrlich, Relikte wären mir jetzt lieber gewesen. Anstatt Pilze. Also ein Relikt, egal welches.